Es ist gut, mit dem verdienten Geld Spendenaktionen zu veranstalten. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf. Also, wir gehen mal rein in ein Video, was mir jemand von euch geschickt hat. Und zwar von dem Kanal Ein Konzept, sagt mir noch gar nichts. Ist vielleicht der Zweitkanal von Kein Konzept, schätze ich mal irgendwie. Weil in der Kanalinfo steht auch irgendwas von Backup, dies, das. Hier ist, glaube ich, auch das Logo drin. Sieht von den Thumbnails so ein bisschen nach so YouTube-Kacke aus. Also, wo einfach irgendwas so zusammengeschnitten wird, dass es halt einen neuen Sinn ergibt. Und da ist unter anderem ein Video, wo ich auch mit dabei war. Mit noch Nick und Mickey und Reeft und Danny. Und ich bin mal gespannt, was sie daraus Komisches gebastelt haben. Dieses Video dient nur zur Unterhaltung. Alle Aussagen in diesem Video wurden aus dem Zusammenhang gerissen. Okay. Ja, gucken wir mal, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Ob es witzig ist. Jede Person wurde positiv auf Corona getestet. Lul. So, Husio. Fünf Idiots. Wir haben 5 Streamer eingeladen, um herauszufinden, ob alle streamen. Wenn dir das Video gefällt, dann such dir bitte Hilfe und lösch YouTube. Wir fangen mit der ersten Frage an. Ist es angemessen, dass Streamer mehr Geld bekommen sollten und andere Branchen weniger? Ja, schon. Die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt super, super schwer. Ist es angemessen? Und jo, ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Und dann finde ich es eigentlich schon fair. Das ist dumm. Das ist ein 15 Sekunden Videoschnipsel auf Instagram. Das ist ein Tweet und das ist eine Stunde Streaming. Und das dann halt gleichzusetzen mit vielleicht einem anderen Beruf, finde ich gerechtfertigt. Ach, scheiße, ich darf nicht so lachen, meine Rippen. Ich glaube, generell als selbstständige Person hat man immer seinen Stress und viele selbstständige Berufe werden einfach überdurchschnittlich krass bezahlt. Also wenn jemand was erfindet oder irgendwas macht, dann muss man natürlich nicht immer nur sagen, jo, hat der so und so viel Zeit und oder so und so viel Geld reingesteckt, sondern hat der so und so viel Geld reingesteckt. Hä? I got bitches all on my dick name. Kann jeder Streamer im Stehen sein großes Geschäft machen? Natürlich haben viele Leute Potenzial dafür. Ist das dumm, Alter? Ist das dumm? So? Aber diese Aussage, jeder, dass wirklich jeder das kann, glaube ich nicht. Ist das dumm, Alter? Nein, also das macht halt keinen Sinn. Wenn man zum Beispiel Bock darauf hat, dann auf jeden Fall ja. Safe. Es muss halt die Passion, die Flamme da sein. Aber diesen Moment, dieses über den Schatten springen und sagen, heute geht euch scheiße, aber ich gehe trotzdem live. Genau. Und genau. Dann mit der Community scheißen. Das ist Alter, was ist das? Das ist ja richtig dämlich. Auch nicht einfach. Ja. Muss halt von der Persönlichkeit her auch eine gewisse Form von einem Unikat sein. Ja. Und das müssen einfach Aspekte sein, die gegeben sein müssen. Ja. Stören euch die Steuern oder ist es für euch kein Problem? Kenne ich halt durch Madeira nicht wirklich. Das ist halt für mich halt so gar kein Ding irgendwie. Ist es wichtig, sich es oft zu machen? Ist voll schwer, weil man muss halt vergleichen mit was. Ja. Wenn du es mit jemandem vergleichst, der vielleicht seine geregelten Zeiten hat, dann vielleicht schon. Wie oft? 3 Stunden am Tag? Und dann bin ich auch fertig. Ja, es geht immer mehr so. Ich glaube, wenn man den Durchschnitt betrachtet. Ich glaube, bei uns ist es halt eher Leidenschaft, wo wir sagen, klar ist Arbeit, aber irgendwie auch geil. Und das verschwimmt das immer so, ne? Ja. Auch die Sache mit Urlaub. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich, jetzt wird Ja. Ist Papa Palette der beste deutsche Streamer? Ja. Nein. Hungriger Hugo ist besser als Kein Konzept. Naja, läuft doch, oder? Ja. Das ist dumm, Alter. Es ist gut, mit dem verdienten Geld Spendenaktionen zu veranstalten. Ah, schwierig gerade, schwierig. Leben ist hart, Leben ist hart. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf. Ganz Mies, Alter! Das müsst ihr euch nochmal geben, die Frage. Ist es gut, mit verdientem Geld Spendenaktionen zu veranstalten? Jetzt kommt aus dem Zusammenhang geschnitten, ganz wichtig, das ist ein Spaßvideo, meine Aussage dazu. Mit verdientem Geld Spendenaktionen zu veranstalten. Ah, schwierig gerade, schwierig. Leben ist hart, Leben ist hart. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf. Ich will das ganze Geld nur für mich alleine. Ja, du willst Ja, das ist die Frage. Das ist das Ding. Man könnte, aber man hat keinen Bock drauf. Ja. Mit dem Alter steigt der Druck. Also ich stimme voll zu, dass ich schon sage, ich habe großen Druck. Ah, genau, du Hund, Alter!
Und du willst ja auch nicht immer dasselbe machen. So. Da denkst du ja auch, dann irgendwann hast du dann diesen Druck. Wenn du immer öfters dasselbe machst, denkst du auch so, okay, du willst was Neues machen. Und dann denkst du, ja, nicht so langweilig, hab ich schon gemacht. LOL, dieser Hund, Alter. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn nur du da bist, ohne dass du direkt was machen musst. Das stimmt auch wieder so. Aber ich verstehe natürlich, dass man immer möchte, aber du reichst manchmal einfach, weißt du? Ja. Manchmal führt halt, finde ich, auch der Druck aber dazu, dass man dann gerade noch mal was Geileres hinkriegt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt noch mal, ich gehe noch mal rein. Deswegen ist mir eher Druck weggefallen. Geil. Ist das dumm? Alter, das musst du erst mal hinkriegen, dir ein normales Video reinzuziehen mit so Aussagen und dir dann andere Fragen zu überlegen, wo dann die Antworten drauf passen, aber in einem anderen Kontext wieder anders klingen, Alter. Nice. Ich bin zufrieden mit der Größe von meinem Punkt, Punkt, Punkt. Oh, jetzt. Ui. Oh, Danny, was ist denn los? Bruder, ich könnte so bestimmt gar nichts tun, ich könnte bestimmt voll zu. Ich gehe nicht deep ins Thema rein. Ich baue noch dieses Müll, wo ich sage, da ist noch was irgendwie. Vielleicht geht da noch ein Tick. Ja, aber das Ziel, das Ziel, ja klar. Aber immer ein kleines Ziel, ein mittleres Ziel, ein großes Ziel, aber halt auch irgendwo, und da bin ich, ein großes Ziel. Ich habe ein kleines... Wir sind so. Ja, okay, komm. Ich sehe so. Auch genauso. Ich gehe noch ein bisschen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, du möchtest nicht bei diesem Format mitmachen. Aber mein Chef zwingt mich zu sagen, dass ihr euch hier bewerben könnt. Lasst jetzt ein Abo bei dem Zweitkanal von Kein Konzept da. Danke, Dave, für das coole Format. Nice. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. Meine Clips. So ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniert kein Konzept. Oder Big Mac, bahn den weg. Ja, geil, Alter. Cool. Witzig. Gleich mal ein Abo da lassen hier. Däumchen nach oben. Und ja, schaut mal rein. Ich fand's witzig. Ich fand's witzig und unterhaltsam. Herrlich. Dave schreibt, haha, Killer. Nice. Ey, mega. Vor allem ultra viel Aufwand, sowas halt irgendwie hinzukriegen und neu zu schneiden und bla und nachzubauen. Und geil, hat mir gut gefallen.